Im zweiten Anlauf verhandelt das Amtsgericht am 16. September gegen Henrik Broder. Beleidigung wirft die Staatsanwaltschaft Duisburg dem Publizisten Henrik M. Broder vor. 2016 soll er die öffentlich geäußerten Vorwürfe der Duisburger Religionswissenschaftlerin Lamia Kador gegenüber einer Wochenzeitung mit den Worten kommentiert haben, Kador habe einen an der Klatsche. Im zweiten Anlauf will das Amtsgericht am Montag, den 16. September, klären, ob und wie der 72-jährige Berliner dafür bestraft werden muss. Mitte Mai hatte Broder erstmals in dieser Sache in Duisburg vor Gericht gestanden. Doch sein Verteidiger Joachim Steinhöfel hebelte das Verfahren aus. Er forderte unter anderem den Beweis, dass sein Mandant so eine Äußerung überhaupt getätigt habe. Die Sitzung war nach gut 10 Minuten beendet. Um besser gegen kriminelle Clans vorzugehen, könnten verschiedene Behörden im Ruhrgebiet ab nächstem Jahr unter einem Dach arbeiten. Das NRW-Innenministerium plant eine gemeinsame Dienststelle von Polizei, Zoll, Steuerfahndung und Kommunen. Das geht aus einer Projektbeschreibung hervor, die vergangenen Sonntag bekannt wurde. Eine solche Einrichtung gäbe es in Deutschland und Europa bislang nicht, betonen die Verfasser. In welcher Stadt sie ihren Sitz bekommen soll, wurde noch nicht bekannt gegeben. Kriminelle Clans sind in ganz NRW aktiv. Die Polizei weiß laut dem aktuellen Lagebild von 104 Großfamilien. Sie sollen in den vergangenen 2 Jahren für mehr als 14.000 Straftaten verantwortlich gewesen sein. Dazu zählen zum Beispiel illegale Geschäfte mit Drogen oder Verbrechen wie Raub und gefährliche Körperverletzung. Im Ruhrgebiet gibt es besonders viel Clankriminalität. Trotzdem gibt es für die Region noch keinen zentralen Ort, an dem alle Infos zusammenlaufen und ausgewertet werden. Das soll sich mit der geplanten Dienststelle ändern. Die Diskussion der britischen Regierung über den Brexit belastet die Wirtschaft in Europa, in Deutschland und damit auch in Duisburg. Nach Duisburgs Wirtschaftsdezernenten André Haag ist es vor allem das politische Theater, welches das Vertrauen der Wirtschaft in die Politik stark erschüttert. Die Investitionen in Großbritannien sind in den letzten Jahren stark zurückgegangen und das britische Pfund hat erheblich an Wert verloren. Laut Ralf Meurer, Geschäftsführer der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Duisburg, ist Großbritannien zwar nicht der wichtigste Exportpartner der deutschen Wirtschaft, die Entwicklung habe aber dennoch Auswirkungen auf die hiesige Wirtschaft. Denn für einige namenhafte Unternehmen aus Duisburg ist das Geschäft mit England sehr wohl relevant. Dies sind vor allem Logistiker, die Waren aus oder nach England transportieren, als auch Unternehmen, deren Konzernzentrale in England ansässig ist. Die Stadt Duisburg erhält vom Land NRW für den Ausbau der digitalen Infrastruktur an Schulen insgesamt 31,5 Millionen Euro. Möglich wird dies durch den Digitalpakt des Bundes, für den das nordrhein-westfälische Kabinett den Weg für die Auszahlung freigemacht hat. Zusammen mit dem 10%igen Eigenanteil der Schulträger stehen somit rund 35 Millionen Euro für besseres Internet und digitale Ausstattung zur Verfügung. Das Amt für schulische Bildung wird jetzt zeitnah gemeinsam mit den Schulen Konzepte erstellen, die als Grundlage der notwendigen Förderanträge dienen. Bis Ende 2025 muss alles abgewickelt sein. Anlässlich des Weltkindertages lädt die Stadt Duisburg und das Jugendzentrum am Sonntag, den 15. September, zum Familienfest ein. Es werden abwechslungsreiche Spiel-, Freizeit- und Spaßangebote für die Kinder und Beratungsmöglichkeiten und Informationsmaterialien für Eltern und Verwandte geboten. Das Familienfest steht dieses Jahr unter dem Motto Kinderrechte. Eröffnet wird das Fest am 15. September um 12 Uhr und endet um 18 Uhr. Durch die Unterstützung der Duisburger Verkehrsgesellschaft können Kinder unter 14 Jahren alle Linien der DVG kostenlos benutzen. Auf der Wedaubahn im Sportpark Duisburg werden auch 2024 internationale Medaillen vergeben. Nach 2020 finden im Olympischen Jahr 2024 die U23-Europameisterschaften der Ruderer in Duisburg statt. Der internationale Wedau-Regatta-Verein erhielt im Rahmen der Weltmeisterschaften in Linz den Zuschlag. Einen genauen Termin gibt es noch nicht. Fest steht, dass im September 2024 um Goldmedaillen gerudert werden soll. Am Donnerstag, den 12. September, findet das diesjährige Azubi Speed Dating im Steinhof Duisburg statt. Das Motto lautet: Bist du schnell genug? Diese Frage müssen sich die rund 400 Jugendlichen stellen, die auf 20 regionale Unternehmen aus den Branchen Industrie, Handel und Dienstleistungen treffen. Parallel zum Azubi Speed Dating tagt der Beirat zum Duisburger Schulmodell. Unter der Leitung von Oberbürgermeister Sören Link und IHK-Präsident Burkhard Landers treffen sich 13 Duisburger Unternehmerpersönlichkeiten und besprechen, wie man Jugendliche beim Übergang von der Schule in den Beruf unterstützen kann.
Der Fußverkehrscheck NRW 2019 startet am kommenden Dienstag, den 10. September in Marxloh mit einem Auftaktworkshop in der Herbert-Grillo-Gesamtschule. Durch den Fußverkehrscheck sollen künftig die Bedürfnisse von Fußgängern bei der Straßenplanung besser berücksichtigt werden. Die Stadt Duisburg ist eine von 10 Modellkommunen in Nordrhein-Westfalen, die bei der Fußverkehrsförderung vom Zukunftsnetz Mobilität NRW unterstützt werden. Alle Bürger sind eingeladen, mitzumachen und ihre Erfahrungen einzubringen. Gemeinsam mit Verwaltung, Politik und Verbänden soll diskutiert werden, welche Probleme es für Fußgänger gibt. Wer am Fußverkehrscheck teilnehmen möchte, kann sich bei Beate Gerhards von der Entwicklungsgesellschaft Duisburg per E-Mail anmelden. In einem Waldstück in Duisburg werden offenbar absichtlich Glassplitter verteilt. Gefahr geht für Hunde, aber auch für Kinder aus, da sich ein Spielplatz im kleinen Wäldchen zwischen der Beckstraße und der A59 in Vierlinden befindet. Die Kriminalpolizei hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen und denkt darüber nach, Beamte in Zivil den Bereich kontrollieren zu lassen. Ob sich das Verhalten des Täters gegen Hunde oder Kinder richtet, ist noch unklar. Vom 12. bis zum 15. September 2019 findet in der Annie-Eventhalle das 43. internationale Comedy Arts Festival Mörs statt. Es ist das erste Festival unter der Leitung von Betty Ixkes, die die Nachfolge von Holger Erich angetreten hat. Die Preise für die Festivaltickets sind stabil geblieben. Karten gibt es ab 29,60 Euro bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen, zum Beispiel Stadtinformation Mörs, sowie online auf www.adticket.de. Das Kombi-Ticket für Freitag und Samstag kostet im Vorverkauf 50,50 Euro. Alle Informationen und Tickets gibt es unter www.comedyarts.de. Ein typischer Sonne-Wolken-Mix begleitete uns heute in die neue Woche. Morgen sieht das schon etwas anders aus. Es wird sonnig und bis zu 10 Sonnenstunden dürfen erwartet werden. Morgens ist es zwar noch etwas frisch, aber über den Tag hinweg kommt es zu angenehmen Temperaturen von bis zu 20 Grad. Am Mittwoch kämpfen sich die Wolken dann leider wieder zurück. Neben den wolkigen Abschnitten scheint aber auch zeitweise die Sonne und schafft Temperaturen von bis zu 21 Grad. Der Donnerstag wird ebenfalls wolkig. Gegen Mittag blitzt aber mal zeitweise die Sonne durch und es wird bis zu 22 Grad warm. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenter in Neumühl. Achtung, liebe Autofahrer, auch morgen sind die Ordnungshüter wieder unterwegs und kontrollieren die Geschwindigkeit. Geblitzt wird unter anderem auf der Bregenzer Straße in Buchholz und auf der Mozartstraße in Neudorf Süd. Außerdem behindern Baustellen den fließenden Verkehr. In Hamborn ist die Kammstraße im gesamten Bereich in Fahrtrichtung Schlachthofstraße zur Einbahnstraße umfunktioniert. Grund dafür sind Straßenbauarbeiten auf Fahrbahn und Gehwegen. Voraussichtliches Bauende wird Ende Oktober 2019 sein. Und im Dellviertel auf der Vom-Rad-Straße kommt zu Einschränkungen in der Verkehrsführung. Die Vom-Rad-Straße wird voll gesperrt, die Einbahnregelung wird aufgehoben. Die Zufahrt erfolgt über die Düsseldorfer Straße. Grund dafür ist eine Kanalerneuerung. Bauende wird voraussichtlich Ende September 2019 sein. Studio 47 wünscht Ihnen eine sichere und staufreie Fahrt.